Ja, guten Abend zum 29. Netzpolitischen Abend. Good evening to the 29th Netzpolitischen Abend. We have today a very English program. I'm sorry for my English. Normally I would speak in German. And I don't know the slides here, but I see the next one. And this is an advertisement for you. Have seen the news. How does it work? Have you tried? Okay. So, I switch back to German. Ihr habt es wahrscheinlich am Wochenende in den Medien gesehen. Es ist jetzt rausgekommen, dass der Bundesnachrichtendienst nicht nur unsere Internetkommunikation überwacht, das wussten wir auch schon, sondern im Zeitraum zwischen 2004 und 2008 sehr intensiv mit der NSA File-Sharing betrieben hat. Zufälligerweise funktionierten die Filter nicht. Das sagen wir die ganze Zeit immer, dass diese Filter offensichtlich nicht funktionieren. Und um dagegen eine Aktion zu machen, haben wir uns jetzt den nächste Woche Donnerstag, den 16.10. ausgesucht. Da findet nämlich die übernächste Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zum NSA-Skandal im Bundestag statt. Und ja, in der Nähe vom Regierungsviertel, Näheres können wir noch nicht sagen, weil wir müssen das noch anmelden und so weiter, werden wir eine Aktion machen. Da haben wir schon verschiedene kreative Ideen und ihr werdet es über unsere Kanäle mitbekommen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dann morgens so zwischen, naja, ihr seid Nerds, ihr müsst nicht so früh zur Arbeit, zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr mit uns gemeinsam in der Nähe des Regierungsviertels demonstrieren werdet. Aber kommen wir zum Programm des heutigen Abends. Wie ging das jetzt nochmal? Slide. I switch back to English. We have a very international program. I'm happy that you're all here. And the start is John Wirth with online campaigning in Brussels the next 5 years. He will give a short introduction on campaigns that worked the last years in Brussels, not really Netzpolitik or Netpolitics campaigns, but other successful campaigns and what we can learn from them, because next 5 years in Brussels will be heated time for lots of debates, from copyright over reintroduction of data retention to lots of other topics. And we are happy that John Wirth is here, or has been here. Oh. And give him a warm applause. Hi, John.